Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aller Lob mit Liebe und Verehrung gebührt Allah, dem Schöpfer, Lenker, Herrscher, Erhalter des gesamten Universums und aller Lebewesen, wassalatu wassalam ala Rasulillah, und Friede und Segen sei mit dem Gesandten Allahs. Das Thema von heute ist, was haben die Moscheevorstände mit dem FC Bayern München zu tun? Was haben die Moscheevorstände mit dem FC Bayern München zu tun? Damit meine ich natürlich die Moscheevorstände in Deutschland. Und ihr müsst wissen, wir sind seit dem Jahr 2006 regelmäßig, bis die Hetze richtig brutal geworden ist, von Moschee zu Moschee gezogen. Und wir haben wirklich zahlreiche oder zahllose Moscheen besucht in ganz Deutschland, der unterschiedlichsten Facetten. Bosnische Moscheen, afghanische Moscheen, minigürische Moscheen, DITIB-Moscheen, marokkanische Moscheen, deutschsprachige, islamische Kulturkreise etc. etc. Wir waren wirklich in so vielen Moscheen und ich muss einfach sagen, dass ich im Allgemeinen mit der Arbeit, die gemacht wird, bis auf wenige Ausnahmen, absolut nicht zufrieden bin. Und ich glaube nicht, dass ein Muslim mit, und ich schätze mal, das ist einfach mal eine Schätzung von mir, mit 99% der Moscheen, also deren Dauerarbeit, zufrieden sein kann. Und ich betone deren Dauerarbeit, denn sicherlich gibt es positive Aspekte. Es gibt vielleicht schöne Räumlichkeiten, es gibt vielleicht lecker Essen, man kann sie vielleicht loben, dass sie die Moschee gebaut haben, etc. etc. Was die Dauerarbeit angeht, würde ich schätzen, dass 99% der Moscheen einfach zu wenig machen, viel zu wenig. Und ich denke, dass ich das nicht nur beurteilen kann, weil ich von Moschee zu Moschee gezogen bin, jahrelang, bis die alle weiche Knie bekommen haben, oder fast alle, sondern ich kann das auch beurteilen, weil ich selber im Jahre 2001, am 11. Mai 2001 Muslim geworden bin, mich davor über ein Jahr lang, nämlich seit der Karnevalswoche aus dem Jahr 2000, über ein Jahr lang intensiv mit dem Islam beschäftigt habe. Und in dieser ganzen Zeit, ich sage mal, so gut wie keinerlei Hilfe, eine organisierte Hilfe einer Moschee gefunden habe. Vielleicht gibt es diese Hilfe, aber wenn diese Hilfe nicht sichtbar ist, dann ist sie nicht brauchbar. Da kann sie nicht diejenigen anziehen, die diese Hilfe braucht. Als ich dann Muslim geworden bin zur damaligen Zeit, also das war erstmal vor dem Islam, es ging ja keine Initiative von einer Moschee aus. Und ich habe eben gesagt, so gut wie keine Hilfe, weil ich habe einen Mann, gerade aus einer Moschee aus Frechen, den habe ich als eine kleine Hilfe gesehen, der ist schon gestorben, möge Allah sich ihm erbarmen, das war ein älterer Mann, ein älterer marokkanischer Mann gewesen, der mir damals einen Gebetsteppich geschenkt hat, den habe ich auch immer noch, und zu dem ich nach Hause gegangen bin. Aber das war nicht organisiert von einer Moschee, das war die Aktivität von einer einzelnen Person, die regelmäßig in eine Moschee geht. Das heißt, ich habe davor keinen Ansprechpartner gefunden in einer Moschee. Wobei ich hier fairerweise sagen muss, dass ich auch eher versucht habe, mir mein eigenes Bild durch Bücher etc. zu machen, also bevor ich den Islam angenommen habe. Dann, als ich Muslim geworden bin, habe ich geguckt, wo kann ich etwas finden, wo ich mich weiter informieren kann, wo kann ich mich wohlfühlen. Ich bin dann in einer Moschee in Frechen Muslim geworden. In Wikipedia steht, spontan Muslim geworden, beim einen Besuch in der Moschee. Damit will man darstellen, dass der Pierre Vogel ein bisschen doof ist. Der ist einfach in die Moschee gegangen, hat schon spontan entschieden, ja, oh, jetzt werde ich mal Muslim. Ich habe mich davor schon über ein Jahr intensiv mit dem Islam beschäftigt. Dreimal den Koran gelesen, Bukhari-Zusammenfassung gelesen,
zahlreiche Bücher gelesen, mit der Bibel nochmal alles verglichen und so weiter. Und dann bin ich in die Moschee gegangen und habe dann dort den letzten Kick bekommen. Aber nicht, weil ich von der Moschee direkt motiviert wurde, sondern weil sich die Situation einfach ergeben hat. Aber nicht so ganz unverbeugt, okay, alles klar, werde ich mal Muslim. Ich wusste ganz genau, worauf ich zulasse. Ich habe schon vorher gebetet. Also ich wusste schon, wie man die Fatiha ausspricht. Ich wusste schon, wie man Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatu Ibrahimiyya sagt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, in der Moschee beispielsweise, die waren sehr nett gewesen, das muss ich zugeben. Und der Imam, der dort in der Moschee war, das war ein sehr junger Imam aus Marokko gewesen, der hat auch versucht, mir zu helfen und da kamen einige Leute auf mich zu, muss ich schon zugeben. Aber das war alles einzeln, das war alles persönliche Gespräche waren das. Da war nicht irgendwie eine Organisation hinter. Was mache ich jetzt mit dieser Person, die den Islam angenommen hat? Und dieser Imam ist dann auch weggegangen. So. Aber der konnte auch kein Deutsch. Das heißt, sehr viele Sachen fielen dort unheimlich schwer, weil der Imam gar kein Deutsch konnte. So, und dann gab es dann einige Mitglieder, die mir helfen konnten. Dann habe ich geguckt. In Köln. Ja. In Köln habe ich eine einzige Moschee gefunden zur damaligen Zeit, 2001, die, wo es auf Deutsch Khutbas gab. Maschallah, da bin ich dann hingegangen. Und die hatten sonntags einmal in der Woche Unterricht. Oder war das sonntags? Ich glaube, sonntags war das. In einem Raum. Wo vielleicht 10 Leute saßen, weil es einfach nicht publik gemacht wurde. Schaut mal, Leute, wenn jemand wirklich Erfolg haben will, wenn jemand wirklich etwas erreichen will, wenn jemand wirklich die Massen aufrufen will, was macht er? Er macht es publik. Er will die Leute erreichen. Und das Beispiel haben wir vom Propheten a.s. Der Prophet a.s. am Anfang der Dawa, als ihm die öffentliche Dawa befohlen wurde, ging er auf den Berg Safa und fing an zu rufen. Warum hat er das gemacht? Warum? Weil er die Massen erreichen wollte. Allah sagt im Koran, Surah 25, Vers 1, Tabarak alladhi nazzal al-Furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadira. Segensreich ist derjenige, der den Furqan, also den Koran, auf seinen Diener herabgesandt hat, damit er ein Warner für die Welten ist. Was heißt das für die Welten? Heißt das nur für die Araber? Heißt das nur für seinen Stamm? Das versteht kein Mensch darunter. Das heißt für alle. Aber wie willst du ein Warner für die Welten sein, wenn deine Warnung nur die mitbekommen, die zufälligerweise bei dir vorbeilaufen und zufälligerweise es mitbekommen? Schauen wir uns einfach um in der Wirtschaft. Eine Firma, die etwas erreichen will, die Umsatz machen will, die ihr Produkt an den Mann bringen will. Was machen die? Werbung. Das ist mit das Wichtigste in der Wirtschaft überhaupt. Ohne Werbung bist du verloren. Da kann deine Firma zumachen. Du kannst nicht ohne Werbung bestehen. Du musst die Werbung an den Mann bringen. So. Und das habe ich einfach nicht gesehen. Geschweige denn von anderen Moscheen. In der türkischen Moschee gab es gar nicht. Und jetzt sind die Türken wieder sauer, nur ich rede von meinem Herzen. Ich kam mir dort vor wie ein Ausländer, wie jemand, der unerwünscht ist. Das sage ich ganz klar und deutlich, ja. Einige Anhänger, Freunde haben mich gesehen, wie ich das erste Mal in der Dittib-Moschee gewesen bin. Ja, okay, man ist vielleicht bei dem Tag der offenen Moschee zu Nicht-Muslimen, die einfach mal eine Moscheebesichtigung machen wollen, nett. Aber ich als ein neuer Muslim, der dort mitgebetet hat, ich kam mir nicht erwünscht vor. Kann sein, dass das heute anders ist. Kann sein, dass sich was geändert hat. Alhamdulillah, dann hat sich vielleicht auch etwas durch uns geändert. Aber zur damaligen Zeit
kam ich mir so vor. Ich komme in die Moschee rein, zum Freitagsgebet, und ich fange an, zu zwei Rakats Tahiyat und Masjid zu beten, so wie es im Hanbali und Shafi'i Madhab ist. Ja, und man sagt immer, ja, die Salafis, die sind so intolerant. Und dann fängt hinter mir, fangen die an zu motzen. Töbe, 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 töbe. Ich kann mich schon denken, was habe ich denn falsch gemacht? Das ist das, was ich kennengelernt habe. Ja? Da kommt ein neuer Muslim, einer, der deutsch aussieht, hin und dann töbe, 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 töbe. Ich muss gar nicht, ich denke, was ist los, was passiert? Hey, hör auf, was machst du da? Sagt jemand zu mir. Ich denke, was ist jetzt passiert? Unterricht auf Deutsch? Zur damaligen Zeit absolute Fehlansage. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe das Gefühl, dass sich vieles zum Guten geändert hat. Aber man hat das Gefühl, man kommt da rein, man sieht die türkische Flagge. Ah, okay, der Platz ist für Türken. Das ist nicht für mich gedacht. Es ist eine türkische Flagge über der Minbar. Okay, damit die türkische Flagge nicht so auffällt, hat man jetzt draußen DİTİB-Fahne, türkische Fahne und deutsche Flagge hängen. Ah, okay, was mit den Arabern? Sind die nicht erwünscht oder wie? Was hat die Moschee mit einer Flagge zu tun? Was hat die Moschee mit einer Flagge zu tun? Ist das ein Gotteshaus? Oder Haus der Türken? Was ist das? Okay, der Vorstand ist türkisch. Was signalisiere ich damit? Ich bin was anderes? Oder wir gehören zusammen? Ich habe noch nie in einer marokkanischen Moschee eine marokkanische Flagge gesehen. Oder in der libanesischen, palästinensischen Moschee eine palästinensische oder libanesische Flagge. Jetzt sind die Türken wieder sauer. Nur Leute, ihr müsst ehrlich zu euch selber sein. Stellt euch, versucht euch in meine Lage zu versetzen. Zur damaligen Zeit. So. Das heißt, es gab Aktivitäten für Türken. Aktivitäten auf Türkisch. Okay, was habe ich da zu suchen? Nix. So. Das heißt, das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und nicht nur das, das heißt unsere Dauer, dann die eigenen Erfahrungen und dann die Erfahrungen, die in uns herangetragen werden. Wir kriegen andauernd Nachrichten von Leuten, die uns sagen, andauernd, ich wohne dort und dort, es gibt bei uns keine Aktivitäten. Andauernd. Ich will mich mit dem Islam beschäftigen, wo gehe ich hin? Und dann gibt es Leute, die gehen in die Moschee und in der Moschee sind das solche Versager, die sagen dann noch, ja, die haben dann Angst, oh, vielleicht ist der vom Verfassungsschutz, vielleicht könnten wir ja Probleme, was seid ihr für Versager? Solche Leute, wer nicht so ist, braucht sich nicht angesprochen zu fühlen. Aber sowas kriegen wir mit. Andauernd, seit über 10 Jahren kriegen wir das an uns herangetragen. Dass Leute sagen, es ist einfach zu wenig. So. Und es ist einfach so. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Was es dann in vielen Moscheen gibt, ist das Typische, was es seit 40 Jahren gibt. Koranunterricht für Kinder und Arabischunterricht. Okay. Ich erzähle euch meine Erfahrungen mit dem Arabischunterricht, die ich gemacht habe die ganzen Jahre. Ich habe die ganzen Jahre in vielleicht hunderten Moscheen, nicht einen einzigen kennengelernt, der Arabisch in erster Linie durch den Unterricht in den Moscheen vernünftig gelernt hat, sodass er eine Khutba zu 90% verstehen kann oder selber machen könnte. Nicht ein einziger. Ich kann mich sogar daran erinnern, als ich angefangen habe, bevor ich Muslim geworden bin, habe ich schon angefangen in der Volkshochschule einen Arabischunterricht zu belegen. Ja? Und da waren mit mir überwiegend marokkanische Mädchen da gewesen, Berberinnen. Nichts gegen die Maschallahs, die zu dem Unterricht gegangen sind, um Arabisch lernen zu wollen. Die geben ja nicht umsonst Geld aus. Und die haben alle erzählt, dass sie schon Unterricht in der Schule hatten und in der Moschee hatten. Und was konnten die? Nichts. Ich konnte nach 2 Monaten mehr Arabisch als die. Liegt bestimmt nicht daran, weil die doof sind.
das liegt am System. Das heißt, irgendwas ist da faul am System. Ich kenne keinen. Wie viele haben den... Letztens habe ich jemanden getroffen, er sagt zu mir, geh zum Unterricht in der Moschee. Er geht zum Unterricht in der Moschee. Seit Jahren geht er zum Koranunterricht in der Moschee. Da sage ich, echt? Maschallah, schön. Okay. Was habt ihr denn gelernt? Bei welcher Sure seid ihr dran? Bei welchem Juz seid ihr? Bei welchem Juz vom Koran seid ihr? Juz? Was heißt Juz? Ja, ich meine, Juz vom Koran. Juz. Es gibt 30 Juz vom Koran. 30 sind 30 Teile unterteilt. Juz Amma, Juz Tabarak, Juz Katsamiya und so weiter. Achso, wusste er gar nicht. Aber er weiß nicht, was ein Juz ist. Der lernt seit Jahren in der Moschee den Koran auswendig. Ich erzähle euch das, damit ihr seht, ich rede nicht einfach irgendwas daher, weil ich Wut auf jemanden habe, oder, sondern weil ich da eine Verbesserung haben will. Ja, wie ist das denn? Bei welcher Sure seid ihr denn? Bei welcher Sure? Hat er mir eine Sure genannt aus dem Juz Amma? Ach, sag ich, ach, da seid ihr. Sagt ihr, ja, aber wir haben schon den ganzen Koran durch. Ach, ihr habt den ganzen Koran schon durch, sag ich. Mashallah, ehrlich? Ich denke, boah, super, den ganzen Koran? Ach, Bruder, da hat sich herausgestellt, er hat... er sagt, wir haben so kleine Hefte vom Koran. Hat sich herausgestellt, er dachte, der ganze Koran wäre Juz Amma. Das 30. Teil vom Koran, 20 Seiten. Das heißt, dieser Bruder, der die Religion liebt, dieser Jugendliche, der 15 oder 16 Jahre ist, der denkt, der ganze Koran wäre Juz Amma. Und er hat noch nicht mal das Verständnis davon, was ein Juz ist. Wie gesagt, wo es anders ist, der braucht ja nicht angesprochen so viel. Nochmal, wenn es bei euch besser ist, ich kenne Moscheen, in denen es super. Ich kenne wenige Moscheen, in denen läuft es super. Wenn es in eurer Moschee super läuft, mashallah tabarakallah. Wenn ihr regelmäßig Unterricht habt auf Deutsch, wenn ihr Khutbah habt auf Deutsch, um alle Menschen zu erreichen, um vernünftige Khutbah, nicht so eine billige Übersetzung, wo keiner was versteht, wo jemand ohne Emotionen vorne sitzt, steht und zwei Minuten die 30-minütige Khutbah ohne jegliche Emotion übersetzt. Wenn ihr Unterricht habt für Jugendliche, wenn ihr Unterricht habt für Kinder, die denen was bringt, die Leute anzieht, die Leute dazu bringt, die Religion zu lieben, mashallah, möge Allah euch segnen. Aber ich rede von der Mehrheit. 100% die absolute Mehrheit. Und wie gesagt, ich schätze 99% der Moschee. 99% ist meine Schätzung. Vielleicht liege ich mit der Schätzung falsch, vielleicht sind es nur 90%. Meine Schätzung ist, 99% der Moscheen machen viel zu wenig. Sondern das, was sie machen, sind Alibi-Aktionen. Das heißt, wir laden alle 3 Monate mal jemanden ein, der einen Vortrag macht. Wir übersetzen 2 Minuten die Freitagspredigt auf Deutsch. Jemand, der emotionslos vorne steht und von einem Blatt vorliest. Ja? Und wir haben einen Koranunterricht, wo man froh ist, wenn die Juz Amma auswendig gelernt haben in 5 Jahren. Und wenn die wenigstens das arabische Alphabet können. Und dann können wir sagen, ja, wir machen doch was. Das ist Alibi-Aktion. Das ist eine Alibi-Aktion. So, was hat das jetzt alles mit dem FC Bayern München zu tun? Was hat das mit dem FC Bayern München zu tun? Leute, beim FC Bayern München... Ja, ich sage euch, was das mit dem FC Bayern München zu tun hat. Wenn man diese Missstände anspricht, und das kommt noch dazu, das heißt, sind nicht meine eigenen Erfahrungen vor dem Islam und nach dem Islam und dann in der Dawa und dann von das, was Leute uns zutragen, sondern auch, dass Leute sich bei uns über die Moscheen beschweren und sagen, ja, man kann nichts machen, der Vorstand, wir versuchen langsam was zu verändern. Ihr versucht langsam was zu verändern seit 20 Jahren. Und ihr seid nicht einen Millimeter vorwärts gekommen, außer einige Ausnahmen. Und wie gesagt, es gibt, alhamdulillah, einige Ausnahmen.
Ich kenne zum Beispiel zwei Imame aus Berlin. Und ich kann sagen, Mashallah, da gibt es Aktivitäten. Ich kenne eine Moschee in Niedersachsen, wo ich sagen kann, Mashallah, da gibt es Aktivitäten. Und da gibt es bestimmt noch viele andere. Aber wie viele Moscheen haben wir in Deutschland? Circa 2500 Moscheen. So. Jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Was kommt noch dazu, Leute, die sich beschweren? Okay, was könnt ihr ändern? Ja, dann sage ich zu den Leuten, ihr müsst dafür sorgen, dass der Moscheevorstand sich nicht mehr den Aktivitäten in den Weg stellt. Ihr müsst dafür sorgen, dass es dort etwas gibt. Ja, ganz einfach. Abwählen. Das ist der Moscheeverein. Wählt die Leute ab. Wenn einer keine Leistung bringt, wird er abgewählt. Schmeißt sie raus. Setzt sie unter Druck. Wenn so etwas beim FC Bayern München geben würde, dass es keinen Erfolg gibt, in nur 3 Monaten, Carlo Ancelotti vor 2 Jahren ungefähr war auf Tabellenplatz Nummer 2 und hat ein Spiel in Paris Saint-Germain mit 3:0 verloren. Das heißt, die Leistung war, sie war immer ein 2. Platz in der Bundesliga. Und die Saison war ja noch nicht vorbei. Was haben sie gemacht? Rausgeschmissen. Neuer Trainer. Da kam die Peikes. Sobald die Leistung nicht stimmt, wird ausgewechselt. Ja, aber die haben ja die Moschee gebaut. Ja, und die haben das alles organisiert. Na und? Sagt irgendjemand beim FC Bayern München, ja, aber der Carlo Ancelotti, der hat ja vor 10 Jahren oder was weiß ich mit AC Milan und vor 4 Jahren mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Die vergangenen Erfolge und vergangenen guten Taten zählen nichts, wenn du in der Gegenwart scheiterst. Wenn du in der Gegenwart scheiterst, bist du falsch. Und die Leute, die im Weg stehen, aus Angst, aus Neid, aus Machtgier, oder aus Dummheit, die müssen ihren Platz aufgeben. Es gibt sogar Trainer, die sagen, ich passe nicht mehr zu der Mannschaft, wir kommen nicht mehr weiter. Und die gehen raus. Aus Liebe zu der Mannschaft. Aus Einsicht für den Sport. Sobald etwas nicht funktioniert in einem Fußballverein, wird er ausgewechselt. Da kann er nicht sagen, ja, aber ich habe noch letztes Jahr bin ich noch deutscher Meister geworden. Letztes Jahr, Niko Kovac, der jetzige Trainer von Bayern München, wäre fast abgesägt worden. Hätten die Bayern einen anderen Trainer gefunden, hätten sie ihn rausgeworfen, aber die haben keinen anderen gefunden. Der wäre genauso geflogen wie letztes Jahr Ancelotti. Warum? Weil es um Erfolg geht. Es geht in der Moschee um Erfolg. Das muss man verstehen. Es geht darum, dass etwas nach vorne geht. Es hat keine Narrenfreiheit, weil er vor 10 Jahren einen Teppich ausgelegt hat. Ja, aber der hat ja einen Teppich ausgelegt. Wo gibt es das? In welcher Firma gibt es das? In welchem Sportverein gibt es das? Nirgendwo. Sobald jemand scheitert und es einen Rückschritt gibt, oder keinen Erfolg gibt, wird er rausgeschmissen. Okay, nennt mir die Erfolge. Wie viel Prozent der Jugendlichen haben durch die Dame in der Moschee angefangen zu beten? Wie viele? Wie viele Jugendliche haben durch die Dame in der Moschee angefangen, keinen Sinna zu machen? Wie viele Jugendliche haben den Koran auswendig gelernt? Wie viele Jugendliche sind studieren gegangen? Prozentual von 5 Millionen Muslimen. Wie viele? Erzähl mir mal. Bei 2500 Moscheen. Es ist ein Witz. Es ist ein absoluter Witz.
Die erzählen dir noch, ja, der Hodja hat mir gesagt, ich kann abends alle Gebete zusammenbeten. Oder der hat mir gesagt, ja, wenn ich die Sunna-Gebete nicht bete, dann brauche ich gar nicht zu beten. Oder ja, du bist ja noch jung. Oder wenn ich arbeite, muss ich nicht fasten. Wir kennen jetzt, wie viele Leute, die im Ausland studieren. Wie viele Leute kennen wir, die im Ausland studieren? Warum haben die angefangen zu studieren? Nicht, weil die Allgemeinheit der Moschee dazu aufrufen hat. Okay, fragen wir mal anders. Guck mal, die Muslime gibt es in Deutschland seit 50 Jahren. Okay? Okay. Gut. Wie viele Imame kennt ihr? Wie viele Imame in Moscheen in Deutschland kennt ihr, die in Deutschland aufgewachsen sind und den Islam in den Moscheen gelernt haben? Wie viele Imame kennt ihr? An wie vielen Händen könnt ihr die abzählen? Und alle, die ihr jetzt abzählen könnt, die sind in den letzten 10 Jahren aufgetreten, in den letzten 20 Jahren. Die sind davor nicht aufgetreten. Denkt selber drüber nach. Das heißt, die Moscheen sind nicht erfolgsorientiert. Die meisten Moscheen sind Restaurants mit Gebetsraum. Wir haben es nicht verdient, den Namen Moschee zu tragen in Deutschland. Ganz klar. Und der Hass nämlich für ist mir egal. Das ist die Tatsache. Man kann eine Situation nicht verändern, wenn man Sachen schönredet. Man kann, wenn jemand am Rauchen ist und der ist süchtig beim Rauchen, da kann ich ihn nicht davon abbringen, indem ich sage, ach ja, guck mal, Rauchen ist doch nicht so schön. Guck mal, das kostet doch so viel Geld. Ich muss ihm klar machen, das, was du machst, zerstört dein Leben. Es wird ja nicht aufhören zu rauchen. Ja, guck mal, es wäre doch viel schöner, wenn du nicht rauchen würdest. Meinst du, er wird aufhören zu rauchen? Jemand, der bei 1,60, 150 Kilo schwer ist an Fett, deine Fehlernährung hat, meint ihr, der wird anfangen abzunehmen, wenn ich sage, ach guck mal, ist doch viel schöner, wenn man weniger isst? Oder wenn ich gar nichts sage? Oder wenn ich einfach so laufen lasse? Nee, der wird aufhören, wenn ich sage, auch immer, du machst deine Gesundheit kaputt, dein Herz, guck mal deine Leberwerte, schau mal deine Blutwerte. Und genau so muss das gemacht werden. Wir werden am jüngsten Tag gefragt. Wir werden am jüngsten Tag gefragt. Und eine Moschee zu führen, ist eine Verantwortung. Das ist eine große Verantwortung. Man wird danach gefragt werden. Und eine Eigenschaft, die die Leute haben sollen, die die Moscheen führen, إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Eine Eigenschaft, die diejenigen haben sollen, die in Moscheen führen lassen, dass sie niemand anderen fürchten sollen außer Allah. Wenn deine Furcht in erster Linie ist vor dem Verfassungsschutz oder vor irgendwelchen anderen Leuten, dann bist du der falsche Mann, um eine Moschee zu führen, um eine Moschee zu verwalten. Sondern du musst nur Allah fürchten. Eine Moschee zu führen ist, wenn du eine Verantwortung nicht übernehmen kannst, wirst du dafür gefragt werden. Dann musst du deinen Platz aufgeben. Wenn du ein Feigling bist, dann lasse diese Aufgabe. Wenn ein Arzt eine Operation macht, obwohl er nicht in der Lage ist, diese Operation zu machen, und da ist jemand, der es besser kann, dann wird er in den Knast reinkommen, wenn was schief läuft. Hier geht es nicht um einen menschlichen Körper, hier geht es um menschliche Seele von Millionen von Muslimen. Deswegen sage ich zu allen Moscheevorständen, Ittaqullah. وَإِتَّقُوا يَوْمًا لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Fürchtet einen Tag, an dem weder Kinder noch Vermögen etwas nutzt, außer
Wer zu Allah kommt mit einem unversehrten, gesunden Herz, schaue dir dein Herz an. Halte den Spiegel davor. Vor wem habe ich Angst? Bin ich neidisch auf andere Leute? Bin ich machtgierig? Warum passiert bei mir nichts? Warum gibt es keine Aktivitäten? Warum fördere ich die Jugend nicht? Warum lasse ich andere nicht etwas übernehmen? Weil ich machtgierig bin? Weil ich neidisch bin? Weil ich ein Feigling bin? Dann gebe diesen Job auf, bevor es zu spät ist. Möge Allah uns alle recht leiten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.